Michael Ehlers Rhetorik-Podcast. Wenn Sie etwas zu sagen haben, sagen Sie es richtig. Ich freue mich sehr und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ehlers Rhetorik-Podcasts. Seit weit über 10 Jahren euer Hörkanal zum Thema Rhetorik. Nach den tollen Feedbacks, nachdem ich das erste Mal aus meinem Buch vorgelesen habe, nie wieder sprachlos, will ich das heute wieder machen. Und mir ist aufgefallen, dass ihr diese ganz konkreten Beispiele aus diesem Buch liebt. Und dann, wenn es eben um einen Fall geht, wie man ihn jederzeit auch zu Hause erleben könnte oder eben auf Tour. Und deshalb habe ich mich entschieden, aus diesem Buch das Kapitel im Bus und Bahn, wie sie sich ihren Platz verschaffen, euch vorzulesen in dieser Folge. Ich wünsche euch damit viel Spaß, das Ganze zu sehen bei YouTube, in den sozialen Netzwerken, Facebook, LinkedIn etc. und natürlich auf den Podcast-Portalen, die man so kennt. Los geht's! In Bus und Bahn, wie sie sich ihren Platz verschaffen. Ich traf Sonja, eine Bekannte von mir, letzten Sommer völlig aufgelöst. Folgendes war passiert. Sie war in einem vollbesetzten Zug von Bruchsal nach Stuttgart eingestiegen. Der von ihr reservierte Sitzplatz war besetzt. Als sie den Herrn, der den reservierten Platz in Anspruch nahm, darauf hinwies, dass sie diesen Platz reserviert habe und ihn bat, den Sitzplatz freizugeben, habe dieser sich schlicht geweigert. Seine Begründung: Der Beleg in der Hand von Sonja sei lediglich das Versprechen der Deutschen Bahn, einen Sitzplatz zu reservieren. Aber das Versprechen halte die Bahn offenbar nicht ein und sein Fehler sei das nicht. Tatsächlich funktionierten an diesem Tag die Anzeigen im Waggon nicht. Nicht einmal das bei den Bahnfahrern bekannte »gegebenenfalls reserviert« leuchtete auf. Der Vorschlag des Herrn lautete, Sonja möge sich an den Zugbegleiter wenden, um sich bei ihm über die nicht getätigte Reservierung zu beschweren. Natürlich gab das eine Wort das andere, aber auch nach der Diskussion weigerte sich der Mann hartnäckig oder, wie ich vermute, jetzt erst recht, den umkämpften Sitzplatz freizugeben. Sonja blieb nun die gesamte Fahrt mitsamt ihrem Gepäck neben dem Sitz stehen und wartete auf die Fahrkartenkontrolle, mit der sie sich Hilfe versprach. Aber es kam kein Kontrolleur. Meine Bekannte ärgerte sich nicht nur, dass es weder einen Hinweis noch eine Entschuldigung zu den fehlenden Reservierungsanzeigen gab, sondern vor allem darüber, dass sie diesen Kampf ganz ohne Beistand von Bahnmitarbeitern oder gar Mitreisenden im wahrsten Sinne des Wortes durchstehen musste. Sie fühlte sich betrogen und gedemütigt. »Michael, was hättest du denn in meiner Situation getan?« Keine ganz einfache Frage für jemanden wie mich, der regelmäßig durch die Waggons stolpert und seinen Platz sucht, weil der Zug mal wieder in umgekehrter Wagenreihung eingefahren ist. Ich hätte den Fehler also zunächst bei mir selbst gesucht, weil ich wirklich kein routinierter Sitzplatzfinder bin. Bei Sonja, die sehr oft Bahn fährt, kann das aber ausgeschlossen werden. Was hätte ich in dieser Situation also getan bzw. nicht getan? Ruhe bewahren. In Sonjas Situation ging es spätestens nach der ersten Minute nicht mehr darum, stehen zu müssen oder 4,50 Euro Reservierungsgebühr verschwendet zu haben. Es ging ums Recht haben und am Ende um das miese Gefühl, unfair behandelt worden zu sein. Zorn ist aber nicht nur ein schlechter Ratgeber, sondern er sorgt auch bei den umsitzenden Personen für schlechte Stimmung. Menschen mögen eine angenehme Stimmung einfach lieber als eine unangenehme. Und sie mögen es nicht, wenn jemand meckert. Von den Mitfahrern wurde meine Bekannte also als die Störenfrieda identifiziert. Der erste Grundsatz lautet also wie in absolut jeder Konfliktsituation: Ruhe bewahren. In diesem Beispiel, in dem einfach alles schiefgegangen ist, ist grundsätzlich Ruhe und Freundlichkeit ebenso wichtig, umso wichtiger, weil der andere Reisende aus seiner Sicht ja zunächst nichts falsch gemacht hat. Wut, Aggression und Widerstand sind reaktive Verhaltensweisen. Es hilft deshalb nicht gleich, mit der Reservierungsbestätigung in der Hand den Sitzenden vom Platz scheuchen zu wollen. Allerdings irrte der unbekannte Platzbesetzer in einer Sache. Die Einblendung der Reservierung ist als reiner Service zu betrachten. Ihre Reservierung ist auch ohne Anzeige gültig, aber das muss man erstmal wissen. Höflich und freundlich bleiben. Weisen Sie die Person auf dem Platz höflich darauf hin, dass der Platz von Ihnen reserviert wurde. Oft handelt es sich ja nur um ein Missverständnis, weil einer von beiden sich im falschen Wagen befindet oder um die falsche Hoffnung, dass der Platz frei bleiben würde.
Guten Tag, mein Name ist Elas. Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz, oder? Entschuldigen Sie bitte, ist das hier Platz XY? Den hatte ich reserviert. Sie werden bereits an dieser Stelle erkennen, wo die Reise hingeht. Ein höflicher Mensch wird jetzt aufstehen und sich für das Versehen entschuldigen. Wenn Sie erkennen, dass Sie so leicht nicht zum Ziel kommen, können Sie deutlicher werden. Sie sehen hier meine Reservierungsbestätigung. Ich werde darauf bestehen, weil ich noch einiges zu arbeiten habe und deshalb extra rechtzeitig und kostenpflichtig einen Platz reserviert habe. Kämpfen Sie keinen Kampf, der nicht Ihrer ist. Wenn Sie nicht weiterkommen, wenden Sie sich schnellstmöglichst an den Zugbegleiter. Bitten Sie andere Reisende, so lange auf Ihr Gepäck aufzupassen. Zumindest in jedem ICE gibt es einen Serviceabteil, wo Zugbegleiter für Fragen zur Verfügung stehen. Vielleicht finden Sie es unangemessen, als erwachsener Mensch jemanden wegen einer solchen Geschichte um Hilfe zu bitten. Dann vergessen Sie aber, dass Sie zahlender Kunde sind. Der Kampf um Ihren Platz ist durch diese Mitteilung jedenfalls der Kampf der Bahnmitarbeiter, die unter anderem von ihrer Reservierungsgebühr dafür bezahlt werden, eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Mehr Mühe wird der Zugbegleiter sich natürlich geben, wenn Sie auch ihn höflich behandeln. Sprechen Sie die Zugbegleiterin oder den Zugbegleiter mit Namen an. Wenn Sie das Namensschild nicht entdecken oder lesen können, fragen Sie nach. Als kleinen zusätzlichen Kniff nutzen Sie den erzwungenen Perspektivwechsel. Beispiel: Guten Tag, mein Name ist Elas. Ich, Herr Schröder oder wie auch immer der heißt, ich habe folgendes Problem. Ich habe den Platz XY reserviert. Dieser Platz ist nun jedoch bereits von einem anderen Reisenden belegt. Er weigert sich aufzustehen. Was würden Sie an meiner Stelle tun? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die erste Klasse nicht. Nach der Eisenbahnverkehrsverordnung § 13 Absatz 1 gilt: Der Reisende hat Anspruch auf Beförderung. Das war's. Die Deutsche Bahn AG muss lediglich die Kosten für die Reservierung erstatten. Kann ein Fahrgast seinen gebuchten Platz nicht einnehmen, zum Beispiel weil sein Waggon ausfällt, muss er auf die Hilfsbereitschaft der Zugbegleiter hoffen. Diese können versuchen, ihr Anrecht durchzusetzen, können aber auch entscheiden, ob sie sich auf freie Plätze in der ersten Klasse setzen dürfen. Diese Alternative können Sie natschen, dem Zugbereiter also einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geben. Es tut mir wirklich leid, Ihnen Schwierigkeiten wegen diesem hartnäckigen Herrn aufzubürden. Mir ist es im Grunde egal, wo ich sitze, wenn ich nur schnell sitzen kann. Vielleicht sind im Zug noch andere Plätze frei? Übrigens, es gilt zudem, dass Sie Ihren reservierten Platz 15 Minuten nach Abfahrt des Zuges erreicht haben müssen. Ist der Platz dann besetzt, ist auch Ihre Reservierung erloschen. Dann hilft es nur noch, durchzustehen. Soweit der Text, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dieser Folge. Wie immer freue ich mich über Kommentare, Feedback, Kritik, Lob. Und wenn es euch richtig gefällt, teilt es doch in den sozialen Netzwerken. Ich freue mich, wenn ihr dranbleibt. Euer Michael Elas. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me